schreiben das Jahr 2030. Vor genau 10 Jahren ist auf der ganzen Welt ein tödliches Virus ausgebrochen, von dem kaum einer verschont geblieben ist. Die Regierung versucht seitdem mit allen Mitteln das Virus aufzuhalten, mit wenig Erfolg. Doch es gibt Hoffnung, denn manche Kleinkinder besitzen den Antivirus in sich und die Regierung setzt alles darauf, diese Kinder zu verschleppen, um den Antivirus zu extrahieren. Leider wurde auch der Sohn des charmanten Let's Players Tubek verschleppt. Da ihm keinerlei Hilfe zugesprochen wurde, entschied sich dieser allein auf die Suche nach seinem Jungen zu machen. Welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren gelassenen Folge The Infected. So, Freunde. Dann würde ich jetzt mal sagen, heute auf der Tagesordnung, wir machen es erstmal alles fertig, soweit wir das hier per Blueprint vorbereitet haben. Heute dann anscheinend, so wie es aussieht, sehr viele Fenster, plus da oben glaube ich noch ein bisschen Beete, plus Extraktor. Müssen wir mal gucken, 18 Eisenbahn, das sollten wir ja eigentlich alles erstmal auf der Schippe haben. 18 Stück. Pulvern wir jetzt einfach mal schön da rein. Immer rein damit in die gute Stube. Und wir werden natürlich wieder gestört vom alten Herrn Nachbarn. Wo ist er denn? Der alte Pimmelberger. So, lege dich hin und schlafe. So, ein bisschen Lehm, nett von ihm. So, also Eisenbahn haben wir jetzt komplett einmal hier drin. Bretter, Nagel und Schraube. So, Nägel können wir, glaube ich, eh erstmal alle nehmen. Ach, wir nehmen einfach alles mit. Das passt dann schon. Ein paar Bretter noch. Weil dann muss ich jetzt nie wieder Steine holen. Das ist schon geil. Bam, bam, bam. Fertig, das Ding. Gut, stellen wir jetzt auf Steine. Holen wir mal ein bisschen Öl. Öl, Öl, Öl. Ich glaube, Öl habe ich... Oh, ich habe gar nicht mehr viel. Ich habe auch kein verdorbenes Essen mehr. Ich habe jetzt gerade mal Offtake ein bisschen vorgesammelt. Und auch nochmal die ganzen Extraktoren hier fernab von der Base gefüttert. Und ja, jetzt haben wir halt nur noch 2 Stück, ne? Aber gut, 2 sind besser als keine. Und das ist ja eh nur für Steine, also... draufgeschissen. Müssen wir mal gucken, wir müssen jetzt ein bisschen was vergammeln lassen. Ich habe nicht wirklich was zum vergammeln lassen. Muss ich mal abernten da oben, ne? Wir müssen ja eh nach oben, um die Beete fertig zu machen. Dafür, glaube ich, brauchen wir haufenweise Bretters. Schaut es eigentlich aus. Werte sind gut. Hervorragend. So, Moment. Uha. Brauchen wir viel mehr Bretters. Viel mehr. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen was in die Maschinerie hier reinpumpen. Aber das haben wir jetzt in der letzten Folge sehr geil aufgebaut. Das geht jetzt echt zack, zack und easy. Können uns hier schön bedienen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das nehmen wir, glaube ich, mit. Das nehmen wir auch mit. Ah, das ist ein geiler Workflow. Der taugt mir. So, machen wir mal schnell noch die Beete fertig. Huch. Nägel fehlen jetzt. Schluss! Müssen wir jetzt nochmal ein bisschen Eisen verpulvern, hä? Ja, mal 2 Stück für 20 Nägel sollte ja, glaube ich, erstmal reichen. War das hier drin? Habe ich auch noch 1000 Eisenbarren. Ach ne, hier mache ich Pfanne. Ach Schmarrn. Nägel waren ja hier beim Amboss, ne? Schon so lange keine Nägel mehr gemacht. Dann machen wir mal 20 Stück. Bretter waren jetzt noch 2 Stück, oder?
dann hatten wir gesagt, machen wir Mais. Mais ist nice. Moment mal, der Himmel ist rot. Oh, ich glaube, wir haben jetzt da noch eine Angriffswelle vor uns. Aber wir sind ja bestens gerüstet. Sollte er eigentlich nochmal standhalten. Wie schaut es eigentlich aus mit Pfeile? 28, ja, für den Angriff reicht das noch. So, einmal Mais. Werde ich jetzt allerdings auch gar nicht gießen. Soll dann das Wetter machen. Ich meine, es regnet so gut wie jeden Tag, also. Puh. Soll ich das noch schnell abernten? Könnte man ich machen, ne? Was ist hier los? Okay, hier war anscheinend nicht wirklich Wasser drin, ha? Na gut, ist auch nicht schlimm. Wir haben ja erstmal genug zum Essen. Halt, Kartoffel. So, Garten erledigt. Kühlschrank habe ich ja, glaube ich, voll. Ich könnte mal hier so ein Steak fressen. Nehmen wir nochmal eine. Jo, was legen wir denn rein? Eine Kartoffel, oder? Nehmen wir einfach mal eine Kartoffel rein. Den Rest packen wir mal hier mit rein. Eine kann ich hier noch schnell snacken. So. Wonderbra. Wasser. Im Übrigen Wasser, ne? Ist ja gut. Ich komme ja schon. Braucht wieder jemand Liebe, ist wahrscheinlich Timmy. Timmy. Ach nee, Dörte. Bisschen zu früh, Lady. So. Genau, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Erstmal was süffeln hier. Können wir jetzt hier aufgrund des Wasserhauses. Was? Wasserhaus erforderlich. Pumpe muss eingeschaltet sein. Ich habe doch die Pumpe eingeschaltet. Was schießt mit der Pumpe los? Einschalten. Pumpe ist ein. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Aber normalerweise ist es jetzt so, dass wir hier direkt über den. Über die Spüle kriegen wir direkt sauberes Wasser. Und ich hatte ja letztens noch hier diese Töpfe gemacht, um Wasser aufzukochen. Das war dann dementsprechend total für den Arsch. Aber egal, ne? Das Fehlen lernt man und so. Auf jeden Fall haben wir jetzt unendlich Wasser. Und massig Essen. Also wir sind super gerüstet eigentlich. So, jetzt räumen wir nochmal kurz das Inventory auf. Hier, das machen wir mal hier mit drin. Stündchen haben wir noch Zeit. Genau, und in der Folge will ich auf jeden Fall jetzt noch die Fenster fertig machen. Und dann haben wir, glaube ich, eh alles erledigt. Ah, nee, hier Strom. Strom, das ist ja eigentlich noch wichtiger als Fenster. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch schnell hin. Da haben wir richtig viel Alu gebraucht, ne? Blei, Kobalt, Eisen. Okay, Eisen können wir. Habe ich das noch dabei? Oh, ich habe es abgelegt. Snoop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blei. Glaube ich, reicht nur für einen, oder? En masse Alu. Dann nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Und naja, das war klar. So, erstmal Happen für Happen. So, Kobalt brauchen wir dann hier noch. 5-mal Alu. Blei. Muss Blei schmelzen, Leute. Haben wir noch Blei? Kupfer. Ich glaube, wir haben kein Blei mehr, oder? Ja, ein bisschen. Ja, 5 Stück. Perfekt. 5 Stück. Genau das, was wir brauchen. So. So, was habe ich jetzt gesagt? Wann ist es nochmal Eisen?
Ihr Alu muss alles mit. Kobalt brauchen wir dann auch 10 Stück. Halbe Stunde noch. Müssen wir mal gucken, ob die Welle jetzt wirklich kommt, weil ich habe jetzt Offtake tatsächlich kurz mal die Wellen deaktiviert. Nicht, dass das jetzt um 3 Tage verschoben wird oder so. Es kann natürlich auch sein. Okay, jetzt noch die Blei. Dann sollten wir eigentlich erstmal genug Strom haben, denn ich habe hier gesehen, ach so, ja, weil wir den einen jetzt fertiggestellt haben. Genau, weil das Wasserhaus braucht nämlich. Was ist denn mit dem Kühlschrank eigentlich? Deswegen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall. Ich muss das mit dem Strom jetzt fertig machen. Und wenn mich nicht alles irrt, sollte es doch dann eigentlich ausreichen, oder? 75, wie viel bringt so eine Turbine? Strom? Ach, 20 nur. Okay, dann reicht das trotzdem nicht. Dann heißt, wir müssen. Ja, das ist jetzt doof, ne? Ja, dann müssen wir das Wasserhaus ausstellen. Kühlschrank ist wichtiger. Obwohl jetzt im Sommer, ne? Kriege ich eigentlich immer genug Zeug nach, eigentlich. Aber ich würde trotzdem sagen, Kühlschrank ist wichtiger. So gut, schauen wir einfach mal, wie viel Strom wir jetzt mal ohne die Solarmodule zusammenkriegen. So, bin ich überladen? Nee, geht, ne? Kann ich kämpfen? Ja, kann ich kämpfen. So, dann kommt mal ran, Leute. Stück, Leute. 15. Hatten wir nicht letztens auch schon 15? Ich glaube schon. Drüben sehe ich was. Morono. Bleib stehen. Habe ich den getroffen? Ich glaube schon, ne? Okay, der ist schon mal weg. Nein, nein, nein. Auf den Kopf zielen. Jawohl. Okay, der ist auch down. Jetzt muss ich runtergehen. Wartet! Fasst meinen Zaun nicht an! Der war teuer Geld! Hinfort! Oh mein Gott, sie sind schon wieder durch. Ja, Wahnsinn. Zwei noch. Wo sind die? Hier, einmal. Und zweimal. Oh Mann. Also mittlerweile dringen sie immer durch, ha? Okay, wenigstens geschafft. Nice. Haben wir ein ordentliches Loch hier reingerissen. Wand beschädigt? Ne, hier ist noch alles cool. Okay, damit kann ich leben. So, dann schauen wir mal, was sie alles so mitgebracht haben. Schrauben habe ich schon en masse, ha? Da waren sie großzügig. Finde ich gut. Schrauben sind teuer. Aber Nägel wären mir fast noch lieber. Oder Biotreibstoff. Das wäre noch besser. Okay, cool. War da vorne jetzt noch einer? Oder habe ich jetzt alle gelootet? Was ist mit ihm hier? Nachzügler. Kommst ein bisschen zu spät zur Party, mein Freund. Voll daneben. Hallo? Aim? Hallo? Okay, schauen wir mal, wie viel ich daneben schieße. Okay, jetzt habe ich getroffen, ne? Ja, teleportier dich. Das bringt dir halt einfach gar nichts. Deine neuen Skills interessieren mich nicht. Lass mich kalt wie Eis, Baby. Okay, cool.
Gut, dann können wir jetzt mal weitermachen in Ruhe. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal nochmal pennen. Glaube ich, halte ich für eine gute Idee. Dann können wir uns am Tag auch mal die Schäden anschauen und beseitigen und weiter an unseren Projekten arbeiten. So, wir machen jetzt einfach mal bis so kurz vor 7. Das ist gutes Timing. So, bisschen Futter. So, einmal hier Fisch zum Frühstück, immer gut. Den Rest nehmen wir mal hier raus. Zweimal davon, zweimal davon. Und einmal davon. Perfekt. So, wieder bestens gerüstet. Speichern. Und dann schauen wir jetzt mal. Strom habe ich jetzt fertig gemacht, ne? Also, wir bräuchten jetzt rein theoretisch. Wir haben. Mal, kann ich hier ein Häkchen machen? Ne, Kühlschrank muss ich so wieder einschalten. So, verfügbarer Strom minus 10 tagsüber. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch viel mehr von diesen Windrädern. Wir haben aber, glaube ich, kaum mehr Alu, ne? Immer dieses Alu-Problem. Okay, wir müssen das Wasserhaus abkoppeln. Ja, gut, müssen wir machen, ne? Würde ich sagen, füllen wir jetzt noch einmal schnell auf. Und dann koppeln wir das ab. Das frisst nämlich viel zu viel Strom. Dann war es ja doch nicht so schlecht, dass ich die Töpfe gemacht habe. Dann kochen wir jetzt einfach weiter Wasser auf. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, ausschalten. Und dann sollte es eigentlich jetzt stromtechnisch 100, ja, easy reichen, um den Kühlschrank dauerhaft jetzt zu versorgen. Man war ja vorher schon dauernd versorgt. Aber gut, Hauptsache wir haben Futter. Gut, wieder ordentlich Mist eingesammelt. Können wir jetzt aber erstmal drin lassen. Okay. Die Beete, ja, müssen sich noch selber bewässern. Also eigentlich brauchen wir jetzt ein bisschen Regen. Und wir machen jetzt Fenster, Leute. Dafür brauchen wir Trilliardenstöcke, ein wenig Feuerholz und genauso viele Trilliarden Glas. So, Stöcke und Feuerholz ist ja mal überhaupt kein Problem. Das ist ja mal easy gemacht hier. Aber Glas. Ich hatte extra jetzt nochmal Steine gesammelt auch. Wird eine ein bisschen größere Prozedur, aber ich glaube, dass wir genug Ressourcen da haben, um auch wirklich alle Fenster zu machen. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir für irgendwie irgendwas, was wir bauen, Feuerholz brauchen. Glaube ich. Wenn ich es jetzt noch in die Folge reinpacken kann, zeitlich so, würde ich noch so hier drin so ein paar Möbel aufstellen. Da hätte ich jetzt auch noch Bock drauf. Wie gesagt, dann seid ihr gefragt. Je nachdem, auf was ihr da noch Bock habt, was wir hier machen können, mache ich da noch ein, zwei Völkchen oder ich lasse das Projekt erstmal ruhen. So. Okay, dann fangen wir mal hier an. Pumpen mal alles rein. Das da hinten, das ist eigentlich total schwachsinnig, oder? Obwohl, ich will ja eigentlich, dass es nicht zieht. Ich will, dass es dann so ist, dass wenn man hier drin ist und die Türen schließt, dass es auch schön warm ist, also jetzt spezifisch für den Winter. Also muss ich alles fertig machen. Was fehlt jetzt? Also Stöcke. Wir brauchen so viele Stöcke, Leute. Krass. Dann machen wir erstmal hier überall Feuerholz rein. Damit wir dann die Taschen ordentlich mit Stöcken füllen können. Ja, hier oben weiß ich nicht. Also ich würde das hier oben mit den Fenstern offen lassen. Mir geht es nur darum, wenn ich dann die Tür schließe und hier dicht habe, dass wir es dann hier warm haben. Das wäre mir jetzt in erster Linie mal wichtig.
Gut, also jetzt brauchen wir zig Trilliarden Stöcke. Gut, wir machen jetzt hier nochmal das Feuerholz. Ja gut, könnten wir eigentlich. Eigentlich hätte ich jetzt das Feuerholz eigentlich. Ja, weißt du was? Drauf geschissen. Wir machen alles zu Stöcke. Brauchen kein Feuerholz mehr sammeln. Na komm. No. Okay, der ist ein bisschen verdeckt. So, jetzt. Stock City. Alles meins. So. Dann gehen wir nochmal unsere Runde hier. Da war genug drin. Oh, ich glaube, das reicht sogar, huh? Na, Klose. 24 noch. So, aber ich denke mal, die sollten jetzt ausreichen. Ach so, hier sind. Ach, okay, cool. Da habe ich schon die 10 reingepumpt. Das heißt, wir haben jetzt überall Stöcke drin. Hier sollte ich noch ein Fenster hin machen. Sieht man natürlich nicht durch die blöden Kisten. Aber sehr gut, passt rein. Sehr schön. Doch nochmal zwei Feuerholz, bitte. Gracias. Okay, cool. So, jetzt Glasherstellung. Also, soweit ich mich entsinnen kann, brauchen wir. Okay, ich räume jetzt im Inventar doch ganz kurz mal auf. Ups. Hier. Schmeißen wir mal. Das können wir eigentlich schnell ins Feuer werfen. Die Eisenbrückchen. So, Schrauben und Co. erstmal weg. Sand brauchen wir jetzt sowieso en masse. Okay. Steine, 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 Steine. So, reicht. Kurz bevor ich voll bin, das passt. Okay, gut. Schauen wir uns mal das ganze Prinzip dahinter an. Also. Rohstoffe. Sand. Zweimal kleiner Stein und wir werden schon wieder gestört. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wow, echt jetzt? Scheiß drauf. Ich weiß, Eisenerz ist eigentlich wertvoll, aber ich denke mal, wir haben genug Eisen. So, jetzt habe ich natürlich noch nicht gelesen, wo wir das genau, stopp, halt, herstellen. Ach so, in der Hand oder was? Zweimal Stein. Yes, so ist es. Okay, wir kriegen vier Sand raus. So. Gut, Sand haben wir. Dann müssen wir jetzt gucken. Eisen, Blei, Glas. 10 Sand in der Schmiede. Ah, okay. Schmiede.
Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Muss ich wieder reinziehen, ne? So, und damit kriegen wir jetzt pro 10 Sand, kriegen wir jetzt ein Glas. Und wir brauchen viel. Wir brauchen einfach verdammt viel. So, das mal raus hier, das mal rein. So, wir können gleich nochmal schnell durchziehen, ziehen vor allem, zählen, wie viel Glas wir jetzt brauchen. Wir haben, wir noch irgendwo Glas? Wo hatte ich Glas? Hier. Das können wir schon mal alles nehmen. Das pumpen wir jetzt alles rein. Fangen mal draußen an bei dem Fenster. Nehmen da. So, UNO-Fenster, fertig. Okay, also hier brauchen wir 3. 10, 20, 30, 33 Glas brauchen wir. Und dann sollte das Ganze dicht sein. Okay, wir haben hier 10. Oh ja, da brauchen wir noch einiges. Da brauchen wir noch echt einiges. Können wir jetzt echt erstmal alles nehmen, was wir hier an Steinen haben. Komplett verarbeiten. So. Schön, dass es jetzt regnet. Heißt, um meinen Garten wird sich gekümmert. Ich habe jetzt gar nicht durchgezählt. Das sind 12 plus 18, 20. Wie viel habe ich gesagt? 33, oder? Ich glaube. Wir haben es gleich. So, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, müsste das jetzt definitiv reichen. Die Glasfabrik hier. Perfekt. So, finish. Finish. Erledigt. Okay, und hier brauchen wir jetzt noch 15 plus 3 sind 18. Jawohl. Geht auf. Perfekt. Bleiben sogar 2 übrig. Sehr gut. Sehr gut. So. Räumen wir mal kurz das Inventar auf. So, Seile lasse ich mal drin. Ach, schau mal, ich hätte hier auch noch Sand gehabt. Na egal. Lieber zu viel als zu wenig. So, gleich ist das Haus fertig. Können ja währenddessen mal schnell was snacken. So, ne, die wollte ich ja noch nicht aufbrauchen. So, wie viel Platz haben wir denn jetzt im Kühlschrank? Ah, guck mal, hier haben wir schon mal zweimal Rotten. So, viermal Platz. Okay, hier haben wir auch schon Rotten. Da war, glaube ich, Melone drin. Dann machen wir jetzt hier nochmal 2 Gurken und 2 Kartoffeln rein.
Perfekto. So, wie sieht's aus mit meinem Glas? Nice. Fertig. Und geht perfekt auf. Nice. Haben wir das auch erledigt? Geilo. So, zwei Glas bleiben übrig. Und ja, wir sind eigentlich jetzt auch schon wieder am Ende der Folge, Leute. So schnell geht das immer, ne? Dann glaube ich, werde ich jetzt dann noch eine Folge machen, in der wir einfach mal so ein bisschen, ja, Inneneinrichtung machen. Heißt Möbel, und dann gucken wir nochmal alles durch. Was wir jetzt so noch nicht gebaut haben, das werden wir dann bauen. Also eine letzte Folge wird es auf jeden Fall noch geben. Und dann, wie gesagt, hängt es an euch, ob ihr nochmal ein paar Ideen habt. Und ja, genau. Cool, nice. Haben wir das erledigt, schließen wir mal alle Pforten hier. Bada bam, bada bam. Perfekt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen stressfreien und erfolgreichen Tag. Tschüssikowski.